willkommen bei Lisas Leute am Umweltcampus Birkenfeld. Mein Name ist Lisa Ziemer und heute ist Herr Michael Matern, Studienleiter der Europäischen Akademie Otzenhausen, bei mir. Hallo Herr Matern. Hallo. Die Europäische Akademie Otzenhausen und der Umweltcampus Birkenfeld veranstalten in diesem Jahr wieder die Summer School. Und zwar unter dem Thema, unter dem Motto, rette deine Zukunft. Was hat es mit dem etwas dramatischen Titel auf sich? Ja, der dramatische Titel soll ein bisschen daran erinnern, dass junge Menschen ihre Zukunft selbst gestalten können. Und die wird anders aussehen als das, was wir heute kennen, weil wir haben das Thema nachhaltige Entwicklung. Da wird sich viel verändern. Und wir möchten gerne, dass junge Menschen zwischen 16 und Anfang 20 selbst überlegen, wie soll unsere Zukunft aussehen, dass sie kreative Ideen entwickeln, Projekte dazu entwickeln und ja, das ist das Dramatische. Wie alt sollten denn die Teilnehmer sein? Ja, also mindestens 16 sollten sie schon sein und dann so bis Anfang 20. Das ist eine gute Mischung, das haben wir im letzten Jahr auch gemerkt. Es kommen auch Teilnehmer aus Luxemburg und Belgien dazu und das wird sehr, sehr spannend werden. Wie sieht es mit den Vorkenntnissen aus? Braucht man für diese Veranstaltung nicht so sehr. Wir geben da eine allgemeine Einführung, haben auch Teamer dabei, Assistenten hier vom Umweltcampus in Birkenfeld, die sich gut auskennen. Und ja, über Laptop und so, Internet, kann man alle Infos dann schnell besorgen. Ja. Wichtig, wann findet das Ganze statt und wie viel kostet das? Genau, das findet Ende Juli statt, vom 23. bis 29. Juli, also eine Woche. Und es kostet nur 150 Euro. Lecker Essen ist dabei, tolle Zimmer, super Programm, also für 150 Euro. Super. Für die etwas fortgeschrittenen Studierenden bieten Sie noch eine andere Nachhaltigkeitsveranstaltung an, und zwar die Summer Universität. Was kann man darunter verstehen? Genau, Summer Universität, das ist eine Kooperation, wieder mit Umweltcampus Birkenfeld, aber dann dazu Universität des Saarlandes und die Technische Universität in Kaiserslautern ist auch mit dabei. Und das richtet sich an fortgeschrittene Studierende und da gibt es viele Expertenvorträge zu Fachthemen. Also da muss man schon ein bisschen Hintergrund haben, um mitzukommen. Und für diese Veranstaltung gibt es auch Credit Points. Aha. Gut, gut. Also wenn man sich darüber informieren will, über die beiden Universitäten, wo kann man das machen? Auf unserer Homepage natürlich. Unter www.eao-otzenhausen.de gibt es alle Infos. Und anmelden kann man sich bis Ende Juni. Aber wir nehmen auch Anmeldungen 1. Juli noch entgegen, garantiert. Okay, super. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei den Veranstaltungen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.